So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns ja Sie hier heute eingeladen, also Petra Sitte, Kai Gehring und ich, weil wir einen Gesetzentwurf vorstellen wollen. Das hatten Sie schon erwartet, den Gesetzentwurf über die Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung. Fakt ist ja, dass das, was heute an Straffreiheit existiert, keine Strafbarkeitslücke ist, sondern es ist so gewollt seit, ja, im StGB seit weit über 100 Jahren. Und alle Umfragen in Deutschland zeigen übrigens auch, dass es so gewollt ist. Sie kennen diese Umfragen, denke ich, alle. Da wird nach Beihilfe zum Suizid gefragt, da wird gefragt, sogar nach aktiver Sterbehilfe in Vermischung all dieser Begrifflichkeiten. Und wir haben jetzt auch 60-70% der Menschen, die sagen, ja, das wollen wir. Ich selber kann sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, haben es dann eigentlich auch so gesagt, auf ganz vielen Veranstaltungen in den letzten Monaten erlebt man, dass Menschen einem sagen, ich habe das Recht, die letzte Lebensphase auch selbstbestimmt für mich zu klären, da soll sich der Staat raushalten. Das heißt noch nicht immer, dass sie genau wissen, wie sie gehen wollen, aber das Gefühl, dass ich selber das auch bestimmen darf und es dazu keine Regeln gibt, keine Einengung für mich und auch nicht für mein Umfeld oder meine Möglichkeiten, nicht für meine Verwandten, nicht für die Ärztin oder den Arzt, nicht für die Variante, zu einem Verein zu gehen. Und was mich dabei immer beeindruckt hat, ist, dass auch Menschen, die religiös gebunden sind, das zu einem so hohen Prozentsatz sagen, da soll sich der Staat raushalten. Ich meine, das will ich ganz bewusst hier setzen, dass unser Entwurf derjenige ist, der der Bevölkerungsauffassung eindeutig am nächsten ist. Unser Entwurf ist auch der, der der jetzigen existierenden Rechtslage am nächsten ist. Mit übrigens weitem, weitem Abstand von der Regelung her zu anderen Entwürfen. Wir haben ja gesagt, im Prinzip braucht es gar keine Änderung im Strafgesetzbuch, weil es gar keine Tatsachen gibt, die angeführt werden, dass es Fehlentwicklungen gäbe bisher. In der jetzigen Rechtslage, bei der dann Beihilfe zum Suizid straffrei ist, wenn es uns dann die Beihilfe zu einer selbstbestimmten Entscheidung eines Menschen, eines erwachsenen Menschen ist. Wir haben aber lange diskutiert, das haben wir in unserem Papier damals ja auch schon gesagt, und uns mit zwei Punkten auseinandergesetzt, nämlich einmal, dass es Besorgnisse gibt, um man vielleicht für die Zukunft eine Fehlentwicklung eine Grenze setzen sollte, an der Stelle, damit es bei dieser freien Entscheidung bleibt und nicht zu Wirrnissen kommt. Wir wollten aber definitiv nicht anders als Entwürfe anderer Kollegen jede Form der organisierten Sterbehilfe unter Strafe stellen. Der Entwurf, der jetzt vor zwei Tagen vorgestellt wird, benutzt geschäftlich. Geschäftlich heißt aber jede Art von Vertrag, jede Art von organisiert. Das heißt, der Arzt, der es wiederholt täte, wäre in Zukunft strafbar. Das kann ich einem nicht sagen. Jeder Verein, ob Unkostenerstattung oder Gewinnerzielung, würde sich in Zukunft strafbar machen oder die Person. Was regeln wir? Wir sagen in unserem Gesetz über die Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung, dass gewerblich, wenn Sie auf § 4 gucken, es dort heißt, wer Hilfe zur Selbsttötung mit der Absicht leistet, sich oder einen Dritten durch wiederholte Hilfehandlung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einem Umfang zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das ist die gewerbsmäßige Hilfe. An der Stelle sagen wir nein. Aber auch nur das. Das heißt, Ärzte, die sich ihre Unkosten erstatten lassen, Vereine, die Unkosten erstatten lassen, sich dürfen wie bei der bisherigen Rechtslage weiterhin straffrei Beihilfe leisten. Und nur gut ist es die entsprechende Beihilfe zum Suizid. Wir haben darüber hinaus Dokumentations- und Beratungspflichten festgelegt, an der Stelle, damit man sauber dokumentieren kann und sich als handelnde Person selber in Frage stellen kann natürlich, welcher Regel folge ich, nehme ich nach Beratung Zeit, nochmal nachzudenken in der Entscheidung. Wir schaffen Klarheit für Ärzte,
wo klar gesagt wird, ja, sie dürfen das, anders lautende Regelungen sind, sehen Sie auf § 6, Absatz 2, dem entgegenstehende berufsständische Regelungen sind unwirksam. Um das auch abzusichern und nicht das Gefühl zu vermitteln, es sei strafrechtlich nicht sanktioniert, auf der anderen Seite aber mit den Standesvorschriften, meine Damen und Herren. Dieser Gesetzentwurf also erklärt die Voraussetzung zur Hilfe für Selbsttötung, er beendet rechtliche Unsicherheiten beim Suizid, stellt es für Ärzte klar und sagt an einer Stelle, nämlich wer auf Gewinnerzielung absetzt, dem, das soll in Zukunft sanktioniert werden und sonst nichts. Also mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, das ist eine minimale Veränderung zur jetzigen Rechtslage, es ist aber ein sehr großer Unterschied zu anderen Vorschlägen, die im Umlauf sind, weil dort bei den anderen allenfalls nahestehende Verwandte, Familienangehörige und Ärzte in allergrößten Ausnahmefällen mal in ihrer Berufszeit was eine Beihilfe straffrei machen könnten. Manche Leute verwechseln das und sagen, das sei nicht klar, das würde ich an der Stelle klarstellen. Ich glaube, dass Gesetzgeber gut beraten sind, ihre eigene Auffassung nicht ständig in Moralkategorien ins Gesetz zu schreiben, sondern wirklich das Strafgesetzbuch und solche Regelungen zu Ultima Ratio zu machen. Da, wo die Gesellschaft wirklich sagen muss, hier und nicht weiter. Und das ist das, was wir hier versuchen. Ja, danke schön. Das war gewissermaßen auch nochmal der juristische Hintergrund. Ich bin ja keine Juristin, aber das ist auch nicht so schlimm bei dem Thema. Freitod ist nicht strafbar, ist ausdrücklich nochmal gesagt worden. Beihilfe damit, von wem auch immer, jedenfalls nicht. Und das ist aus meiner Sicht eben nicht nur eine juristische Logik, sondern Sterben frei zu entscheiden, ist insgesamt ein emotional schwieriger Abwägungsprozess. Und zunächst spielen immer bei diesen ganzen Diskussionen, das haben auch die vielen Gespräche in den letzten Monaten oder eben auch die Podien und dergleichen gezeigt, die Alternativen, also eigentlich Lebensoptionen, eine viel größere Rolle. Also nach dem Motto, wer will eigentlich schon sterben? Was sind eigentlich schon Gründe, sich zu diesem Fazit durchzuringen? Und mit wem spricht man im Allgemeinen? Mit Freunden, mit Angehörigen, mit dem Arzt oder eben auch gegebenenfalls mit Verbänden? Und zunächst spielt bei diesen Gesprächen immer die Einschätzung der Situation die Hauptrolle. Und natürlich auch die Suizidprävention selber spielt eine viel größere Rolle. Also das heißt, dass Alternativen gesucht werden. Und das Fazit auch dieser vielen Diskussionen und Informationen, die wir bekommen haben, Betroffene, Angehörige, ja sogar Ärzte in Selbstauskunft, fühlen sich oftmals mit diesem Thema und mit den damit verbundenen Einschätzungen bzw. Kompetenzen überfordert. Und viele wissen auch aus dem persönlichen Erleben, beziehungsweise wir natürlich auch nach diesem Monat der Diskussion, dass auch in Pflegeheimen die Kompetenz, die Zeit und die Möglichkeiten fehlen für eine angemessene Beratung. Allein in der Hospiz- und Palliativmedizin gibt es selbstverständlich mehr Erfahrungen, es gibt bessere Schulungen und es gibt auch eine viel höhere Kompetenz. Und deshalb ist uns natürlich auch klar, dass diese Beratung Kriterien erfordert, dass sie Kraft erfordert, dass sie Zeit erfordert und Einfühlungsvermögen. Thomas Sitte, Palliativmediziner und Vorsitzender der Deutschen Hospiz- und Palliativstiftung, der ja bei der anderen Gruppe durchaus auch Beratungsleistungen mit erbracht hat, hat davon gesprochen, dass in seiner Arbeitspraxis etwa 2000 Betroffene der palliativmedizinischen Einrichtungen sich jährlich damit tragen, den Sterbewunsch realisiert zu bekommen oder selbst zu realisieren. Am Ende verbleiben aber 2 bis 4 Fälle, in denen es dann tatsächlich geschieht, beziehungsweise wo dieser Sterbewunsch bestehen bleibt. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, es werden 1996 Gespräche geführt, präventiv geführt, die den Menschen, den Betroffenen eine andere Alternative aufzeigen
Und das insgesamt ist ein erheblicher Kraftakt und Zeitaufwand. Und wenn man sich umschaut in unserem Pflege- und medizinischen System, in dem Alltag dieser Einrichtungen, dann fehlt dafür eben Raum und Zeit. Und deshalb baut sich dann auch immer mehr Druck auf die Betroffenen auf und natürlich eben auch auf die Beteiligten, auf Angehörige, also auf alle, die in diesem, unter diesem Thema mitwirken. Und deshalb bin ich der Auffassung, sind wir der Auffassung, dass Verbände eine wichtige Leistung bieten können, allerdings ohne den Zweck, wie gerade gesagt, der Gewinnerzielung zu verfolgen. Das ist zumindest eine Gemeinsamkeit zwischen allen Beteiligten im Bundestag. Das Prä soll dann ganz klar aber eben die Suizidprävention haben, nicht etwa einfach nur Vollzugshilfe. Und die Praxis einschlägiger Verbände, soweit wir uns damit beschäftigt haben, ist auch so ausgelegt. Vertrauensbildend sind dann eben Ergebnisoffenheit und umfassende Gespräche. Vertrauensbildend sind, wie wir das auch aufgenommen haben, das Aufzeigen von Alternativen, Alternativen insbesondere in der medizinischen Behandlung, die lückenlose Dokumentation, also die Zustandsklärung, klare Transparenzregeln, die Feststellung des freien und der freien und selbstbestimmten Entscheidung nach reiflicher Überlegung, das Vier-Augen-Prinzip bei der Begutachtung und selbstverständlich eben auch keine Pflicht für Ärzte als Helfer zur Selbsttötung mitzuwirken, aber ist eben erwähnt worden, es kann ärztliche Aufgabe sein und darf nicht unterbunden bzw. untersagt werden. Dass das Werbeverbot damit verbunden ist, versteht sich für uns von selbst und schließlich selbstverständlich auch Meldepflichten. Wir haben vorgeschlagen in unserem Gesetzentwurf und wir sehen in unserem Gesetzentwurf eine Evaluation dieses Gesetzes vor und unter diesen Kriterien des gesamten Gesetzes sollten dann eben vorhandene oder eben auch neue entstehende Vereine und Sterbehelfer handeln. Für mich, will ich nochmal sagen, gehört zur Suizidprävention ausdrücklich eben auch, den am Ende vielleicht doch verbleibenden Wunsch ernst zu nehmen, ihn immer auch als Option, als allerletzte Option ernst zu nehmen und letztlich dann eben auch eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und letztlich geht es dabei eben um die ganz persönlichen Vorstellungen von Leben und Sterben in Würde. Und das haben wir als Gesetzgeber zu berücksichtigen. Soweit vielleicht von meiner Seite. Ja, vielen Dank und guten Morgen zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Gesetzentwurf Sterbewilligen ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Rechtssicherheit sichert. Ich glaube, dass unser Gesetzentwurf der liberalste ist, der aber nichts liberalisiert, sondern besonders realitätsnah regelt. Er beseitigt Grauzonen und ist auch eine empathische und ethische Antwort auf unsere sehr plurale und moderne Gesellschaft. Jeder Mensch hat eine ganz persönliche Definition von Würde und Autonomie, die der Gesetzgeber auch unbedingt zu respektieren hat. Denn gerade bei dieser existenziellsten aller Fragen nach dem eigenen Sterben sollte der Staat sich zurücknehmen und das heißt in dem Fall das Spektrum der letzten Hilfe weitgehend erhalten. Wir brauchen ganz dringend eine neue Sorgekultur in unserer Republik, das heißt eine Kultur der Würde und der Zuwendung auch am Lebensende, damit eben keinesfalls über die Köpfe von Sterbewilligen hinweg entschieden wird. Und ich halte das auch ganz persönlich für falsch, die persönliche Autonomie von Menschen im Sterbeprozess einzuschränken. Und ich finde, dass andere Gesetzentwürfe unverhältnismäßig stark in dieses Selbstbestimmungsrecht eingreifen. Und ich erlebe, dass es dagegen in der Bevölkerung auch Unbehagen gibt. Die zentrale Frage muss doch sein, wie lässt sich das Leid Sterbewilliger lindern? Und ich finde, Sterbewillige benötigen Fürsorge, sie benötigen einen ganzen Strauß an helfenden Händen und vor allem eine ergebnisoffene und kompetentestmögliche Beratung. Ja, jede Form von Verboten, Tabuisierung oder auch Kriminalisierung helfen diesen Menschen in höchster Not eben nicht, sondern sie verschärfen die Lebenskrise, behindern Suizidprävention, verbauen diese Beratungsgespräche und erhöhen womöglich dann auch das Risiko brutaler Affekt- und Verzweiflungssuizide, das wir eben nicht wollen.
warum habe ich mit Herzblut an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet? Ich möchte wirklich und wir wollen gemeinsam, dass das Spektrum der letzten Hilfe beim frei verantwortlichen Suizid weitgehend so erhalten bleibt, wie es ist. Also Angehörige, Nahestehende, Ärzte und auch Sterbehilfevereine soll Beihilfe erlaubt sein. Die Ärzte als Gruppe brauchen Rechtssicherheit. Sie sollen helfen dürfen, aber nicht müssen. Es gibt einfach Situationen, da ist die einzige humane Hilfe, die noch zur Verfügung steht, die Hilfe zum Sterben. Und für Ärzte sind an der Stelle Sanktionen dann unzumutbar. Und für Sterbewillige halte ich es für unzumutbar, dass letztlich salopp formuliert ihr Wohnort darüber entscheidet, ob ihrem vertrauten Arzt Beihilfe zum Suizid durch seine regionale Ärztekammer untersagt ist oder nicht. Das Arzt-Patienten-Verhältnis basiert in einem ganz, ganz besonderen Maß auf Vertrauen und dem wollen wir mit diesem Gesetzentwurf Rechnung tragen. Das finden Sie auf Seite 12 im Begründungsteil. Für die Vereine als Gruppe setzen wir klare Regeln, das haben Kühners mit Sitte ausgeführt, also Gewerbsmäßigkeit, Gewinnstreben schließen wir aus. Mithilfe zur Selbsttötung darf kein Profit gemacht werden, es geht um Menschenleben und Sterben, nicht um Profite. Aber gerade auch bei nicht gewerbsmäßigen Vereinen, bei ehrenamtlichen Sterbehelfern, da geht es um Transparenz, da geht es darum, dass die ihre Arbeit machen können, sie aber ordentlich dokumentieren, da geht es um Evaluation und Kontrolle. Also ja zu Vereinen, aber nicht als Einnahmequelle und in klaren Transparenzregeln. Ich will noch eine Beobachtung zentral stellen und stark machen. Wenn man letzte Hilfe auf Familienmitglieder oder nahestehende Einzelpersonen begrenzt, dann halte ich das für zu restriktiv und viel zu eng gedacht. Wenn man sich heutige Sozialstrukturen anguckt, ja, dann sind die wesentlich vielfältiger. Familien haben nicht immer die Tragfähigkeit, die wir uns wünschen, dass sich alle Sterbewilligen bzw. Hilfensuchenden darauf verlassen können. Und es gibt immer mehr Menschen in diesem Land, die gar keine Angehörigen haben oder eben nicht das notwendige Vertrauensverhältnis. Das mag man bedauern, es ist aber so. Und die wollen dann ganz bewusst über letzte Hilfe mit einem Dritten sprechen. Und dieser Dritte kann dann ein Arzt sein und dieser Dritte kann dann ein Sterbehilfeverein sein. Und da ist es entscheidend, dass diese Möglichkeit offen steht. Ich halte es jedenfalls für inhuman, dass diesen Menschen verwehrt wird, diese Gespräche zu führen, um Assistenz zu bitten, weil Assistenten kriminalisiert werden. Also wer keine Angehörigen hat oder sie nicht um Hilfe bitten möchte, darf vom Rechtsstaat nicht allein gelassen werden. Daher bin ich der Überzeugung auch, dass wir mit unserem Entwurf der Vielfalt der Lebensentwürfe in unserem Land gerecht werden und den Vorstellungen der gesellschaftlichen Mehrheit über ein selbstbestimmtes und würdiges Lebensende sehr nahe gesetzt wird. Ich will auch sagen, dass wir uns darüber freuen, über die bisherigen Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner, die Sie oben in der Liste finden. Sie sehen, dass da viele Grüne, viele Linke dabei sind, auch zwei Sozialdemokraten, auf jeden Fall ein breites Spektrum an Abgeordneten. Und wie das so oft ist, mit Erstunterstützern, es finden weitere Gespräche statt. Und heute wird erst begonnen, die tatsächlichen Unterschriften zu sammeln. Und wir sind guten Mutes, dass auch weitere Abgeordnete bei uns im Gesetzentwurf mit unterstützen werden. Danke. Jetzt hat als letzter in dieser Runde Professor Merkel von der Uni Hamburg das Wort. Er ist erstens sowieso bekannt und zweitens einer von ca. 150 Strafrechtsprofessoren und Professorinnen, die sich kürzlich zu diesem Thema schriftlich geäußert haben. Ja, schönen Dank, Frau Kühners. Erlauben Sie mir vorweg ein, zwei Sätze zu meiner eigenen Rolle in diesem Zusammenhang, auch in dieser Veranstaltung heute. Ich bin nicht der von den Parteien in irgendeinem Sinne engagierte wissenschaftliche Gutachter für einen bestimmten Gesetzentwurf, sondern man hat offenbar bei den Verfassern des Entwurfs, als der Entwurf schon längst, tatsächlich längst in seinem grundsätzlichen Feststand gesehen, dass ich mich bei der öffentlichen Veranstaltung des Ethikrats zu dem Thema geäußert habe und bestimmte Grundlinien gezogen habe, die mit den hier in dem Gesetzentwurf realisierten übereinstimmen. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ich bin also nicht ein parteiischer Gutachter.
erzähle für mich selbst. Wir haben in den letzten beiden Tagen mit den juristischen Mitarbeitern der Abgeordneten hier, oder ich habe durchaus intensive, sozusagen kontroverse Diskussionen zu einzelnen Aspekten geführt. Und ich rede hier für mich als Wissenschaftler. Frau Künast hat vorhin gesagt, der jetzige, dieser Entwurf liegt am nächsten dieser Bevölkerung, weit von weit in Auffassung. Für mich als Strafrechtler liegt es jetzt nahe zu sagen, es ist tatsächlich von den derzeit vorhandenen Entwürfen der einzige, der in den Grundlinien übereinstimmt mit dem Memorandum von 150 deutschen Strafrechtlern. Und Sie dürfen mir glauben, es liegt ohnehin auf der Hand, dass unter diesen 150 deutschen Strafrechtlern nichts an homogener politischer, weltanschaulicher oder religiöser Auffassung war. Die sind so kontrovers, die Auffassungen, die der Bevölkerung überhaupt. Aber in diesem Punkt, im Punkt ihrer genuinen Zuständigkeit, sind sich die Strafrechtslehrer einig, dass das Strafrecht aus dieser Sphäre, weitestgehend herausgehalten werden soll. Meine vorherigen drei Abgeordneten haben skizziert, was der Inhalt des Entwurfs ist. Dazu will ich nichts weiter sagen. Ich möchte gerne zu den rechtstheoretischen, strafrechtstheoretischen Fundamenten dieser vorgeschlagenen Regelung etwas sagen und zu den ethischen, moralischen Fundamenten. Die Prämisse ist, dass das eigenverantwortliche Entscheiden über den eigenen Tod kein Unrecht sein kann. Nicht nur nach der positiven Gesetzeslage kein Unrecht ist in Deutschland. Es kann in einem liberalen Rechtsstaat kein Unrecht sein, weil es zur Voraussetzung hätte, dass es eine Rechtspflicht zum Leben gibt. Eine solche Rechtspflicht ist nicht legitimierbar. Da gibt es einen Konsens auch unter den Verfassungsrechtlern. Moralisch mag man das tadeln, aus religiösen Gründen etwa, oder wenn man Immanuel Kant folgt, der eine moralische Pflicht gegen sich selbst, zum Leben. Also das Subjekt der Freiheit, sagen wir, darf sich nicht selbst zerstören. Das könne keine freie Handlung sein. Kant hätte eine zwangsrechtliche Pflicht zum Leben strikt verlangt. Er redet von Moral. Und da knüpfe ich an. Solche moralischen Überzeugungen dürfen nicht mit Rechtszwang durchgesetzt werden. Das reicht zu veranschaulichen. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass in Österreich das versucht wird. Wir haben eine Regelung im österreichischen StGB, die die Beihilfe zum Suizid generell unter Strafe stellt. In allen Kommentaren steht mit Recht dabei, diese Norm ist erstens illegitim, zweitens dysfunktional und drittens wird sie so gut wie nicht angewendet. Das Entscheidende für mich an dieser Kritik meiner österreichischen Kollegen, an der dortigen Gesetzeslage, ist, diese Norm ist illegitim. Wer zu etwas, was kein Unrecht sein kann, eine Hilfe leistet, kann ebenfalls kein Unrecht begehen. Dass das Geldnehmen dafür aus anderen Gründen durchaus auch gegebenenfalls strafwürdiges Unrecht sein kann, ist eine andere Frage. Vielleicht dazu am Ende noch eine Bemerkung. Im Übrigen, das will ich schon auch sagen, es gibt eine Mechanik der Lehre, der strafrechtlichen Lehre von Täterschaft und Teilnahme. Gelegentlich wird gesagt, und Frau Sitter hat das abkürzend so ähnlich eben auch formuliert, wenn doch die Haupttat, der Suizid, keine Straftat ist, dann kann doch die Beihilfe dazu keine Straftat sein. Nun, der Suizid eines 10-jährigen Kindes ist auch keine Straftat. Die Beihilfe dazu wird dann plötzlich zur Haupttat, zur Tötungstat. Das ist seit eh und je geltendes Recht. Wer einen nicht eigenverantwortlich handelnden hilft zu diesem Tod, begeht eine Tötungstat. Daran will niemand rütteln und daran ist in den vergangenen über 140 Jahren im deutschen Strafrecht nicht gerüttelt worden. Das ist geltende Rechtsnorm. Es geht um frei verantwortliches Suizid. Wenn das so ist, wie ich das eben dargestellt habe, stellt sich die Frage, ob die organisierte Form, der schiere Modus des organisierten Tuns von etwas, was als individuelle Handlung kein Unrecht sein kann, es plötzlich zum Unrecht macht, und zwar zum Tötungsunrecht. Das kann nicht der Fall sein. Das ist illegitim. Ich will jetzt nicht
sozusagen bleischweren Begriffen wie verfassungswidrig operiert, wie das verfassungswidrig in Karlsruhe, dass ich aus solchen heiklen, ethisch heiklen und strittigen Fragen nach Möglichkeit gerne heraushält, solche Dinge entscheiden würde, würde ich dahin stehen lassen. Aber es ist nicht legitim zu sagen, die Handlung X darfst du vornehmen. Wenn du dir aber einen Aktenordner anlegst, weil du vielleicht 2, 3, 4, 5 mal X machst, bist du strafbar, und zwar wegen eines Tötungsdelikts. Das ist evident, nicht durch. Was dann, um einen Blick zu werfen auf die vorgeschlagene Pönalisierung der gewerbsmäßigen Suizidhilfe zum Unrecht werden kann, ist das Steigern eines bestimmten Risikos, das jetzt in Wahrheit nicht wirklich feile Suizide gefördert werden können. Weil das Gegenüber des Sterbenden, der Helfer, ein eigenes Interesse hat am Stattfinden dieses Ereignisses. Das kann subkutane psychologische Suggestiveffekte sozusagen bei dem Helfer auslösen. Das kann vielleicht, man kennt das aus der Psychologie, bei dem ursprünglich Sterbewilligen, der sich nach einem inneren Vorbehalt des Rücktritts offen gehalten hat, Verpflichtungsgefühl führen. Es sitzt jemand gegenüber, der auch etwas haben will davon, dass der Suizid stattfindet. Alle diese Dinge halte ich, um ganz ehrlich zu sein, für nicht besonders gefährlich, aber ganz ausschließen kann man dieses Risiko nicht. Deswegen gibt es neben dem öffentlichen Ärgernis übrigens, dass es auch wäre, dass jemand seinen Lebensgrundlage aus der Lebens- und Sterbensnot anderer bezieht. Das wäre ein öffentliches Ärgernis. Neben diesem öffentlichen Ärgernis gibt es also diesen durchaus legitimen Grund zu sagen, das wollen wir nicht verdienen. Das tut der Gesetzentwurf. Ich könnte lange jetzt noch über dies und das reden, will aber einen Sprung jetzt machen. Vieles ist ja in den Bemerkungen meiner drei Vorredner schon angekommen. Ich will einen Sprung machen zur Frage der Ethik, der Suizidhilfe. Und das will ich deshalb, weil es in der gesellschaftlichen, auch in der medialen gesellschaftlichen Diskussion eine Attitüde gibt, zu sagen, da gibt es zwei Lager in dieser Streitfrage. Die einen sind die Fetischisten der Autonomie. Die überschätzen die individuelle Freiheit. Und wir, die anderen, sind die Ethiker. Das ist vollständig verkehrt, diese Differenzierung. Und das möchte ich knapp skizzieren. Menschen, die im Maß ihrer, das ist vorher schon gesagt worden, im Maß ihrer eigenen inneren Möglichkeiten aus verständlichen und verständlichen Gründen nicht mehr ertragen können. Solche Menschen den Weg zu einem nach ihren eigenen Begriffen würdevollen Sterben zu verlegen oder zu erschweren, ist eine zutiefst unmoralische Anmaßung. Wir haben in diesem Land jedes Jahr an die 10.000 erfolgreiche Suizide. Wir haben an die 100.000 Suizidversuche. Wir wissen, dass viele dieser Suizidversuche nicht mit einem letzten, wirklich tödlichen Ernst gemeint sind. Dass viele dieser Suizidversuche vorgenommen werden mit dem Gefühl, vielleicht findet mich jemand und rettet mich. Diese Leute, diese vielleicht über 80%, der Suizidversuchenden, die es nicht mit letzter tödlicher Konsequenz meinen, die sollen herausgefischt werden sozusagen. Denen soll herausgeholfen werden durch eine kompetente Beratung. Solange die Ärzte mauern und blockieren und sagen, wir machen das nicht, solange müssen das andere kompetente Organisationen übernehmen und sie tun damit etwas moralisch zutiefst Wertvolles. Das möchte ich unterstreichen. Schauen Sie, vor einigen Wochen ging durch die Zeitungen, um das zu illustrieren, der Fall eines alten Ehepaares. Der Mann über 85, die Frau 82, die Frau schwer dement. Er hat sie seit Jahren gepflegt und fühlte seine eigene Schwäche inzwischen, sein eigenes Hilfloswerden. Die Frau hielt aber vollkommen abhängig an ihm. Es war ihm klar, wenn die in irgendein Heim kommt, stirbt sie an sozusagen magenschwarzer Depression. Er selber fühlte, dass er dement werden würde und wusste, wir uns helfen zum Sterben. Was macht er? Setzt sich mit der Frau ins Auto, fährt mit 70 km/h an einen Baum. Die Frau stirbt, er überlebt. Irgendein vollkommen, mit Verlaub,
Media Merlo, sagt man wohl, durchgeknallter Staatsanwalt, hat eine Mordanklage wegen Heimtücke. Oh, heimtückische Töter. Aber der Mann steht vor Gericht wegen Totschlags. Sehen Sie, solche Dinge zeigen, dass es zutiefst unmoralisch ist. Ich möchte das wirklich betonen. Ich rede niemandem als für mich selbst. Den Leuten zu sagen, wenn ihr nicht mehr könnt, euch wird der Weg so schwer gemacht wie nur möglich zum Suizid. Dann kommen rabiate Gewaltakte gegen den eigenen Körper. Von den 90.000 gescheiterten Suizidversuchen gehen über die Hälfte katastrophal für den Körper des Suizidenten, der Sterbewilligen aus. Eine humane Suizidprävention. In den Fällen, in denen die hoffnungslose Verzweiflung des Sterbewilligen noch überwunden werden kann nur über dieses geordnete Verfahren laufen, das der Gesetzentwurf jetzt vorschlägt. Nur darüber. Nur über die kompetente Hilfe. Wie können Sie den sterbewilligen Menschen nur anbieten, wenn Sie sagen, wir helfen euch, lasst uns erst reden, warum ist es so schwer für euch? Wenn Sie ihnen dann dazu sagen, am Ende, wenn es wirklich nicht mehr geht, helfen wir euch zum Sterben. Wenn die Sterbewilligen wissen, dazu wird uns am Ende nicht geholfen, haben Sie keine Verantwortung, zu Leuten zu gehen, die Ihnen etwas ausreden wollen, wozu Sie schon fest entschieden haben. Deswegen halte ich allein diesen Gesetzentwurf in der Grundstruktur, neben einzelnen über die Streitgründe mit den Verfassern, für grundsätzlich moralisch richtig. Lassen Sie mich abschließen mit einem Zitat meines berühmten amerikanischen Kollegen Ronald Dworkin, der vor 2 Jahren gestorben ist, der in seinem Buch Life's Dominion einmal schreibt zu diesem Thema: Einem anderen eine Form des Sterbens aufzunötigen, die man selber für die allein angemessen hält, die er aber als finsteren Widerspruch zu den Grundlagen seiner eigenen Überzeugungen empfindet, ist eine düstere, sinistre Form von Tyrannei. Und Dworkin hat damit recht. Dieser Gesetzentwurf versucht, einen solchen Übelstand abzulehnen. Schönen Dank. Ja, danke.